So, weiter geht's. Wir sind in Scar City auf jeden Fall jetzt schon angekommen. Nein, wie gesagt, die Erweiterung werde ich hier nicht spielen. Also hier endet die Story quasi mit dem großen Finale. Aber erstmal sind wir auf einer neuen Route, und zwar die Route 10, die uns auf jeden Fall noch von Scar City trennt. Oh, da wären wir. Route 10. Wow, schauen wir mal diese Wände an. Aus Schnee und Eis. Hier wimmelt es sich ja nur von Eis-Pokémon. Und jetzt geht es um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Schwemmkampf sein wollen, bis wir ordentlich reinklotzen und so richtig ins Training gehen. Aber ich glaube, fest auf mein Team. Natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich setze mich mal zu Vergnügen. Wir sind jetzt am Eingang von Scar City. Ja, Route 10 ist auf jeden Fall die nächste Route. Und wir sammeln jetzt erstmal dieses Item ein. Oder diese Items. Also die zwei Kapseln X-Angriff. Und wir haben zwei neue Pokémon, die uns mal ins Auge stoßen. Erstmal kommt ein Schneebedeck. Auf jeden Fall die Fortentwicklung ist voll. Ich weiß nicht, ob wir schon haben. Das wird jetzt hier angezeigt. Wir haben es noch nicht in der Tasche. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall fangen. Das ist natürlich gut. Das sollte also kein Problem sein. Wenn ich Glück habe, könnte ich sofort mit dem ersten Ball reingehen. Nö, warum auch? Sollten wir mal Glück haben. Auf jeden Fall möchte dieses Pokémon uns auf jeden Fall mal ein bisschen angeben hier. Denn es verwirrt unser Nummer. So, ich habe 55 Hyperbälle. Ich glaube, wir hätten da ein bisschen was fangen können. Da ich mein Spielberater nicht hier habe, kann ich euch jetzt gerade nicht daran sagen, welche Pokémon hier sind. Auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, ein neues Pokémon, das wir mittlerweile noch nicht kennen, zumindest nicht in dieser Form. Ich zeige euch mal gleich, welches das Pokémon das ist. Ja, es sieht einem bekannten Pokémon ähnlich, das weiß ich auch. Komm, jetzt komm rein. Verwurzler liefert. So, ich gehe mal auf Käfer zurück. Da ist der. Oh, oh. Hier verdrückt. So, das war FDB. So, versuche ich das jetzt mal zu fangen. Solange kein. Moment. So, jedenfalls ist diese Schneebedeck in der eigenen Tasche. Auf jeden Fall geht es wieder in der PC-Box und wir lernen ein neues Pokémon jetzt mal kennen. Zwar, dieses kämpfende Pokémon. Ja, ihr seht einen Pantimos ähnlich. Es heißt nur der Pantimos. Es ist nur ein Gala-Pantimos. Mit einer späteren Entwicklung. Und auch die werden wir noch im Laufe der Story kennenlernen. Versuche erstmal dieses Pantimos einzusacken. Aber es möchte gerade. Sagt uns gerade, ich habe keine Lust, liebe Leute. Wir frieren trotzdem jedenfalls. Ich hab noch Levelball, ne? So, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Natürlich nicht. Die gekillt. Komm jetzt mal den Pokéball, mein Freund. Es geht auf jeden Fall in den Ball und damit ist Pantimos gefangen. Es ist Gala Pantimos, also wie gesagt, ein Eis-Pokémon. Ich glaube, ist Psycho. Ja, ist es auch. Jedenfalls geht es in eine PC-Box. Es gibt später noch einen Typen, der möchte unbedingt ein Gala Pantimos haben, um uns ein normales Pantimos zu begeben. Dementsprechend lohnt sich dieses Pokémon auch hier zu fangen, weil die normale Form nicht sonst ins Spiel kommt. So, ja. Und das ist ein Pokémon, das wir auch noch nicht kennen, doch was wir gesehen haben. Mösch, die Weiterentwicklung von Schnäppke, und zumindest in der männlichen Form, und zwar ist es ein Tormentor. Vielleicht ist es dies. Moment. Oder was andersrum? Tormentor eigentlich gibt es eigentlich nur in der männlichen Form, oder nicht? Wie man das rankriegen kann.
Jedenfalls möchte dieses Pokémon drin bleiben und es tut es auch in dem ersten Ball durch. So, also damit haben wir drei Pokémon hier gefangen und ich werde jetzt hier auf der Route versuchen, soweit wie alle möglichen Pokémon zu fangen. So, und als nächstes kommt unser Trainer hier. Nach der Route 8 und der Route 9 ist Route 10 die nächste verschneite Route in diesem Spiel. Und wir haben ein weiteres Pokémon, das wir noch nicht kennen, und zwar Guadua. Ist, jetzt weiß ich es definitiv, in der weiblichen Form. Nee, Quatsch, ist die normale Entwicklungsform jetzt. Das ist die normale Entwicklungsform von Kirlia. Es sei denn, mit Kirlia, einem Leuchtstein und dann. Funkelschein. Und dann wird es noch zu Galakladi. Aber dieses Pokémon sind so dicke wie Level 30 zu Guadua. So. Ist vom Typ Psycho, okay, ist aber egal, weil wir killen das Pokémon. Versuchen jetzt mit Spukball mal aus dem Rimm zu nehmen. Und boost mal seine Angriffsstärke. Seine Spezialwerte. Also Spezialwerte. Spezialverteidigung. Und damit. Ich muss mal gucken, dass wir das direkt rausgenommen bekommen. Halt die Kleine, okay. Jawohl. Mit ein bisschen Glück können wir einen überleben, der eine Attacke macht. Ich brauche nochmal irgendwas. Jedes Kuss. Na ja, gut, ich würde ja das Papier zurück. Mit dieser Synchro raus. Geht mir das auf jeden Fall mein Anderteil weg. Ich hatte Gott, dass ich mit Würde nochmal irgendwie durchkomme. So, noch ein Verbrüchstoß. So, das ist jetzt das gute Guadua. Nummer 58. Ich habe ohne weitere Level Up. Hatte keine Chance, irgendwas weiterzumachen. Das muss aber irgendwann mal passieren. Auch nicht hier. Das ist doch nicht wahr. So, hier oben ist noch ein Trainer stehen, das weiß ich jetzt. Und zwar ein guter Wanderer. Ah, da muss ich ein Ding halten, den man auch bewältigen kann. Okay, das ist besonders, das ist sehr stark. Risiko, 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 Risiko. Wanderer, Arash, oder Arash. Wir fangen von einem Stalos. Und auch da ist das Nomnom das kürzere Ziel. Ich weiß nicht, wie sieht das denn schon schnell entwickelt, ne? Also ich weiß, dass ich Freundschaft weiterentwickle, das ist mir schon klar. So. Also raus. Das war Sonnum auf Torfinator. So, gut, dann mal drauf mit Tumbo auf dieses Stahl. Jo, und tschüss. Jetzt hast du noch ein weiteres. Die Frage ist, was hast du? Tampo. Dann also von Terlion. Ab das ist von Boden. Ja, wir brauchen noch jeden Trainer, damit wir uns doch ein bisschen leveln können. Gerade wenn wir die Aufgabe hat. Da Delian auf jeden Fall nochmal 10 Level plus hat, die wir noch nicht haben.
Aber wir sollten ein paar Level kriegen. So, jedenfalls ist auf jeden Fall dieses Pumphaus erstmal schon weg. Und auch na toll. Ein weiteren Level. So, ich level. Ich gucke mal gerade. Ah oh, ne, wir haben gar keinen. Doch, da unten. Ich wollte eigentlich nochmal kurz einen Übertrank wählen. So, da kommt einige Pantyfress, die wir verdienen müssen. Aber das ist ein Rückwieser. Aber wir haben auch eins, okay. Gut, dann machen wir das hinten fangen, weil das hier passt schon darauf. Dass ich das jetzt ohne Probleme eingefangen bekomme. Erstmal eine Überwahl. Das tut natürlich aus, toll. Da habe ich seine beiden Pokémon jetzt erstmal. So, erstmal ist ein paar Nummer lieber, weil ich möchte irgendwie dieses Pokémon einsacken. Das war mir fast klar, mit so einer billigen Attacke killst du mich dann weg. Jetzt fördert er die super die Freundschaft. Scheitert. Dafür möchte ich dich gerne haben. Nicht im Team, sondern. Zumindest mal als Einer. Ey, das ist doch nicht wahr, dass du nicht reingehen möchtest. Jetzt komm mit so einer Kacke noch mit Angeberei, oder was? So. Oh, ein Sack jetzt wo. Bei diesem Lucky so kann dieses Rückspieler nichts mehr mit anfangen. Oder nicht mal gegen ein. Es gehört uns. Und es reicht für Teddy und Level 55. Item im Beutel verstauben. Ewiges Eis dürfte Eisattacken verstärken. So. Also das Normal ist fast Level 60. Ich muss irgendwann das vom Score-Turnier noch weiter. So, auf jeden Fall. So, dann nehmen wir einen Trainer. Ja, Pantyfrost ist sehr, sehr häufig hier. Dann nehmen wir den Trainer mal gerne mit. So, jedenfalls haben wir hier jetzt eine Wunder. Packt man sich perfekt hier als Eis-Pokémon rein. So, dann gehe ich um Mopeko, weil Mopeko kann Durchbruch. So, ich habe ja ein bisschen Glück in dieses Pokémon. Oh, Metallklau. Metallklau ist auf jeden Fall ein Pokémon.
meines Wissens effektiv. Jedenfalls kill ich jetzt mal versucht, dieses Wundergarn um eine Attacke klauen jetzt. Okay, das ist ein Spiel. Kann nur irgendwann die wieder schmerzhaft werden, wenn er durchkommt mit der Attacke. Reicht aber. Und der Pekko reicht für die 53. Und die Frage, was hast du jetzt noch? Hippomentas. Hippomentas dürfte meine Wissensbodenziegel sein. Ich kenne das Pokémon noch nicht. Vielleicht haben wir natürlich noch keine Infos darüber als Liste, aber für dieser vom Feldput für den Boden sein, ist es auch. Adios, bye bye. Und Level 54 für unser Totonato. So, dann geht es hier oben weiter mit dem nächsten Trainer. Und zwar diesem Taxifahrer. Der hat wieder mit dem Kramo an Bord. Taxi-Pilot, das ist natürlich. Wir hatten Kramor, wie ich es erwartet hatte. Das haben die eh alle. So. Gut, er hat zwei Pokémon. Jetzt sehe ich das nämlich auch. Jetzt wollte ich mal den Bildschirm so ein bisschen. Ich gucke eigentlich auf meinem eigenen. Auf meine Freundin auf meinem eigenen. Und dann habe ich das tatsächlich umgestellt. Dann wusste ich die Bildschirmgröße noch mit einer Taste von der Konsole. Jetzt geht das. Vorher kann ich nämlich nicht sagen, wie viele Pokémon die wir einzeln haben. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Er hat zwei Pokémon. Er hat einen Kramo und. So, für Pekko jedenfalls. Geht auf jeden Fall erstmal die Angriffsform. Ja, Kramo nicht ganz. Okay. So, er vergreift die Paralyse. Und die greift sofort durch. Also, das heißt, das Pokémon kriegt schon mal einen mit. Ist übrigens vom Typ. Stahl. Entwickelt sich auf Micro, was am Micro was auf Route 1 gefangen bekommt. Ich weiß nicht, ob ein solides Flug-Pokémon braucht für den Anfang. Nehmt das doch wieder mit. Ich brauche es nicht, da ist keine Frau. Kein Flug-Pokémon an Bord. So, wie will er jemand erreicht mit 54? So, unser nächstes Pokémon. Warte, ich habe nichts gegen dieses Pokémon. Ich habe nichts gegen dieses Pokémon gelernt. Beim Totonato mit einem Drachenattacke, was sich aber Nom Nom dann zu Mutti Neva weiterentwickeln sollte, vermute ich, dass der nächste Attacke dazu kommt. So, Dracoer kommt nicht, der setzt das Nahkräfte ein, das ist eigentlich so ein Attacke nicht. Ich erwarte, dass er ein bisschen weniger abzieht, tut es auch, und damit ist dieses die Beldra schon mal Geschichte. So. Da oben ist ein Sneebel, was da rumrennt. Das möchte ich mir gerne noch einsacken. Und jetzt haben wir erstmal noch diesen Boden dabei. Ich hab mir die Platte. Nee, den Pilipper. Okay. Pilipper, Pilipper, Pilipper. Das heißt, Mopeko sollte eigentlich die perfekte Wahl für die Pokémon sein. Und jetzt löst erstmal diesen scheiß Hagel weg. Das ist gut, das war auch ein Grund, dann Intellion auch irgendwann frei gewartet habe. So, auf jeden Fall sieht dieses Luftschnitt, okay, Luftschnitt sollte nicht so effektiv sein. Okay, das ist ja auch noch ein Fingersprung ist ja eine wenigen physischen Elektroattacken. Dementsprechend ist es egal, und wir haben da einfach verstärkt, dann müssen wir zur Handelsform hier hinten gefahren. Und damit haben wir auf jeden Fall dieses Pilipper schon mal Geschichte. Und damit wird es noch gut sein. Ja, sondern nicht. Doch, den Noctua dann noch. So, da gehe ich noch, geh mit weiter mit Pilipper. Also, okay. Zwei Pokémon, okay. Wobei ich dem jetzt auch zugetraut, dass er noch ein Boto-Geld irgendwo mit dabei hat. Aber jedenfalls geht dieses
Nocken auch schon mal gestaunt. Das, was ich in diesem Spiel noch erleben muss, ist natürlich Motivieren oder nichts. Das kennen wir ja aus Pokémon Schild mit Mel. Weiß ich, hatte eins. So, jedenfalls haben wir das Nibel, das wir fahren. Ich müsste mal gucken, was wir davon haben. Na, komm mal schon. Komm mal. Gut, dann haben wir das Nibel. Oh. So, das Nibel, lass mich in Ruhe, wir müssen nicht weitermachen. Ich möchte gerne noch heute Scorsicki erreichen, aber schau mal, ich mag dieses Nibel gerade. Nö, ich lasse ihn nur gehen. Ich hab, bin nicht wirklich so, du bist. Mein, ja, aber jetzt sind wir doch weg. Ja, doch mal ab von mir. Kurz. Ja, tschüss, weg hier und nicht auf die Nüsse. Ich nehme jetzt mal diesen Kometstück hier mit. Und dann mache ich mich mal hier oben weiter lang. Weil. Petzen. Petzen haben wir, glaube ich, nicht. Petzen ist auch vom Typ Eis. Durchaus brauchbares Pokémon. Also zumindest in der weiterentwickelten Form. Petzen haben wir noch nicht. Also, klar, das war lieber bei Eier, mindestens. Jo, und das bleibt auch bei dem einen. Petzen gehört uns. Haben wir mittlerweile über 100? Müsste eigentlich wieder was sein, ne? Ja, 118. Ja, wir haben einiges mittlerweile. Es dauert und dauert. Ich gerade diese Musik so ein bisschen im Hintergrund an Arctix. Oh, ein Flampion. Ein Gala-Flampion. Das ist normalerweise vom Typ Feuer. Aber dieses Pokémon nicht. Gala hat Gala in der Regionalform. Und noch, dass das auch im Ball bleibt. Nee, nicht mit dem ersten jedenfalls. Okay, es sind schon die Hälfte seiner KP runter. Push über einen Angriff, aber dieses Pokémon. Da müsste es doch jetzt drin sein, oder nicht? Ja. Dann war es halt auch für den zweiten Ball. So, wir sind jetzt fast durch mit der Route, glaube ich. Und aktualisiert. So, das Pokémon war da von der Routen, von dem Routenerkenner noch nicht drin. Und da oben ist jedenfalls ein Pokémon. Das Nibel. Ein Pokémon, das wir noch nicht kennen. Ist diese weitere Mitteilung mit so einem Petzen? Siberio muss das sein. Boah, das nervt mich an die Scheiße, ey. Ich würde gerne dieses Pokémon. So, hier haben wir noch ein Item jedenfalls, ein Fischen AP Plus. So. Komm, ich wollte euch schon ewig mal dieses das Campen mit. Und der Campen tut da an Wärme, das erste ganz viel schmackhafter. Übrigens, weißt du vielleicht etwas über diese mysteriöse Zutat, die man Gigapulver nennt? Besucht doch mal einen Pokémon, da können wir jetzt früher mal austauschen. Aha. Hier sehen wir uns das sehen kann, ja. Das Pokémon von Ole. Ne, ist doch ein R. Okay, dann muss ich. Ole, er ist ja gut R. Oh, er hat ein. Mopeko, er hat ein Gala. Okay, das haben wir ja. Kleines Mokmok, Legios, Galoppa und Mopeko. Oder? Das ist Patifrost. Das ist die Patifrost von Patimos. Die vom Gala-Pokémon. Porenta hast du noch.
Hm? Hallo, ich möchte gerne Snum nochmal irgendwie auf die Idee bringen. Snum. Dankeschön, Legios. Ja. Weil ich will dich ja entwickeln. Das wird ja dadurch immer freundschaftlich, ne? Gut, Pokécamp verlassen. Wir versuchen es mal. Ich hab's. Vielleicht reicht es jetzt. Oh, nehmen wir davon das Num-Num. So, das war mal kurz gezeigt. Wir hätten noch kochen können, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Das müssen wir mal tatsächlich mal eine extra Folge machen. Jedenfalls möchte ich irgendwie dieses Siberia noch mit einsacken. So, erstmal die Auswechslung. Erholung. Kälte. Wo kann sagen, also Kälte ist jetzt nicht mehr K.O. Attacke, oder? Schwimmwurf, versuchen wir es mal hier zu fangen. Es könnte sogar sein, dass es nicht reingeht. Also vom Level her, drunter sind wir. Nee, scheiße. Ja. Und trotz des Levelunterschieds bleibt es. Es ist ja nicht unmöglich, es ist ja nur verringert die Chance. So, dann bräuchte ich noch eine 50. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann sich weiterentwickelt. So, erstmal die PC-Box jedenfalls. Nein, immer noch nicht. Nom Nom wehrt sich gegen die Entwicklung zu Mortineva. Ui, da bin ich doch gleich einen Trainer begegnet. Da machen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch keine Lust zu kämpfen. Ich weiß nicht, was durch mit der Bitte. Und jetzt haben wir noch einen Brokkolo als Gegner. Das kennen wir von der letzten Arena aus. Von Roy, der hat ja eins am Anfang gehabt. Jetzt sagst du, ich halt mal ein bisschen mit dem Sandsturm gegen. So, ich wechsle jetzt gerade ein Pokémon aus, weil ich Inteleon ein bisschen sinnvoller finde gegen einen Pokémon, den ich halt auf die Böller nehmen kann. So, Präzision. Und jetzt Dracolas. Geht so was. Okay, da kann ich weiterbleiben. Okay. Gut, dann machen wir das weiter. Nochmal auf Präzision. Level up in Inteleon, Level 55, auch ein voll Level 54. Und die nächste steht schon in Darklegern. Oh Gott, sind wir noch mehr drin. Noch zwei, danach kommt noch ein Doppelkampf. So, jedenfalls hier ist der nächste ein Gentleman in St. Angus mit einem Plumpivian. Und jetzt sehen wir tatsächlich noch die Gala-Form von Plumpivian. Plumpivian haben wir ja eben gefangen und Plumpivian haben wir noch nicht. Du hast sogar drei Pokémon gemacht. Ich Fortunato war schwer angeschlagen und den Eis-Pokémon auch nicht die beste Wahl, aber naja, versuchen wir.
Hit the corner. Ah, gut. Gehen wir mal auf Augenertalk mit dem Steinhagel. Bringt der nicht. Normale Attacke und so. So, Schuss von Vivian. Adios, bye bye. Du hast jetzt noch einen Nutzer, ne? Regios. Ich hab ganz sicher Pokémon. Dann bleib ich drauf, na toll. Überlege, was soll das groß gegen mein Pokémon machen? Es ist nur irgendwie Kampf. Mit Kampfattacken macht es nicht weit, also ist eh egal. Und ich gebe Würde. Über Rumpler. Kann. Okay. Ich krieg's mal mit. Rumpler ging nicht. Irgendwie Geist-Pokémon haben. Was nochmal? Finalformation. Jetzt pusht seine kompletten Werte. Kann aber nicht fliegen. Also jede Attacke trifft jetzt. Na klar, durch die ganzen gepushten Werte, beziehungsweise vor allem die Fleischverteidigung. Jetzt ist es ewig. So, tschüss, Babyos. Und die Frage ist, was hast du jetzt noch? Ah, Kaokto. Penning. Auch nur vom Typ rein, vom Typ Kampf, obwohl es ein Autobus ist. Das ist nicht Kampfwasser, bitte. Das tut euch da nicht. Autoklammer bringt dir nichts. So, vielleicht reicht es schon. Der Flugball mit der gesenkten Spezialverteidigung. Vielleicht reicht es, um das K.O. zu machen. Nicht ganz, aber spätestens in seiner nächsten Runde ist es. Noch einfach einen Trainer und dann sind wir durch. So, erstmal geht dieses Charakter down. So. Und jetzt haben wir hier oben noch so ein Interviewpärchen. Kamerateam, ich weiß nicht, wie die heißen. So. Eigentlich von Geschichte werden. So, jedenfalls. Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Deine Frage ist, als wenn auch Pokémon erstellt. Hilf vor der Kamera. Hm. Naja, mal gucken. Wieder wie Lin und Gor. Elisa und Lickiglack. Genau, wir kennen ja. Okay, die kennen wir noch nicht, die beiden. So, jedenfalls muss dieses ganz schnell, ganz schnell dieses Elisa weg. Und das fiel mit meinem Italien definitiv richtig schwer weg hin. Also, erstmal dieses Elektro-Pokémon raus und ich weiß, dass Kiki-Kack auch Elektro-Attacken hat. Puh, die größere Gefahr ist schon mal runter. Das ist das Elisa gewesen, jedenfalls. Das ist schon mal down. Der Pinator wird jetzt 55. Und du setzt nur Gangwechsel ein. Puh, glaube ich, dann in Init. Und den Angriff. Okay. Gut, dann ziehe ich dich jetzt gerade mal noch down. Du setzt nur. Push nur Angriff. Na, dann ist es. Oh Gott, du hast hier. Jetzt kommt natürlich noch so ein Ding. Ja, ich nehme jetzt mal. Boah, ich nehme noch mit Dracometer oder das Uhr auf mir mal raus. Die Weiterentwicklung von FM.
mit Aqua Dusche versuche ich mal das Klick-Klack wegzunehmen. Das hat die Blitzkanone und das interessiert mich nicht. Ah, das heißt nicht, okay. Ich glaube, du steigerst ein bisschen entgegen. So, weg damit. So. Ich überhaupt nicht. So, das ist überall weg. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Das tut nämlich auch. Könnte auch sehr wichtig sein. Und jetzt habe ich das leichteste Pokémon als Gegner nur noch. Das ist das komische Klick-Klack. Das hau ich jetzt so weg. Einmal Flammenwurf. Spätestens in 10 Jahren. Aber das hat er überlebt. Down. So, Blitzkanon tut natürlich jetzt erstmal klar, nur den Metallion bis überbindet. Ich tut ihm weh, ja. Okay, dann brauchst du quasi so ein bisschen Paralyse. Okay, das ist dann jetzt den Flammenwurf abgekriegt. Das kriegt geklappt. Reichen Level für Abwehr Dubella, Level 55, und damit müsste es eigentlich durch sein, oder? Oder habt ihr irgendwie noch einen Rechnung und Rechnung? Bitte Mari. Okay, Stahl Elektro-Pokémon, das sollte jetzt aber. So, jetzt nehmen wir das komische Elektro-Pizza-Pizza, das ist eh auch das. Hätte ich aber auch so gemacht. So, jetzt kam es schnell mit dem Flammenwurf. Einmal kurz ins Ordinator. Zack. Ah, nicht ganz. Hättest du nicht einen Papier mehr machen können. So, tschüss. Ich muss mal sehen. So, Lange, du kannst nur einen Pokémon angreifen. So, wir können jetzt kommen. Jetzt fließt er gegen ihre Wange. Das ist gut, das ist eigentlich auch gar nicht mal so doof. Für mich zumindest nicht, weil dieses Tor, die Maro wird eh weggekillt. Aber besser als wenn man das Wunder wegkillt. Level 60. Mein erstes 60er Pokémon ist ausgerechnet mein Snomnom. Das ich eigentlich schon seit Level 38 habe, das ich halt irgendwann mal entwickeln wollte. Aber es tut es immer noch nicht. Selbst mit Level 60 tut es das immer noch nicht. So, wir erreichen jetzt mit Ghost City die nächste große Stadt. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jetzt hier mal keinen Break. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Dann mache ich mal weiter. Dann geht es nämlich nach Ghost City und wir erkunden die nächste Stadt. Bis dahin. Tschüss.